Die Boulder Cobra ist eine draußen Boulderanlage. Bouldern, muss man dazu sagen, ist das Klettern in Absprunghöhe ohne Seil. Das hat sich in den letzten Jahren als eigenständige Disziplin innerhalb des Kletterns entwickelt. Es ist halt einfach zu betreiben, man braucht den ganzen Schnickschnack nicht, kein Seil, kein Gurt, kein Karabiner und kann das relativ frei mit Freunden machen. Und wir hatten halt die Idee, in Halle über das, was hier schon steht, hinaus so eine Boulderanlage zu etablieren. Aber eine, die eben was Besonderes ist. So, und an der man möglichst viel Fläche hat und auch viel überhängende Fläche. Also Überhang wirklich so im Dach oder so, dass man sich nur an den Armen halten muss. Und da entstand die Idee einer Boulder Cobra. Weil wir haben halt überlegt, wie schaffen wir es, möglichst viel Fläche zu bekommen auf möglichst engem Raum. Und dann saßen wir bei mir am Schreibtisch, haben geknetet und aus dieser Knetmasse heraus entstand dann diese Schlange. Die Leidenschaft beim Bouldern ist für mich, es ist eine relativ maximal kräftige Sportart und ich brauche nicht unbedingt viel Ausrüstung. Also ich habe in der Regel, wenn ich jetzt draußen boulder, habe ich ein sogenanntes Crashpad. Das ist eine Matte, die kann ich mir auf den Rücken schnallen, die kann ich überall mit hintragen, wo ich drauf falle. Es ist unwahrscheinlich kommunikativer als das Klettern selber. Beim Klettern geht es immer in die Höhe, da bin ich dann ab einer gewissen Höhe bin ich alleine, wo ich mit meinem Problem ich für mich bin. Beim Bouldern sind es maximal 3-4 Meter und das heißt, dass ich dann auch immer noch einen Haufen Leute drumherum habe, mit denen ich mich austauschen kann, wie löst du dieses Problem oder andere Leute das halt eben anders klettern. Und das ist so die Quintessenz des Boulderns, ist, dass man eine Schwierigkeit hat auf einem relativ engen Raum und für sich selber persönlich die beste Bewegung rausfindet, um die Schwierigkeit klettern zu können. Die Idee ist natürlich von uns Kletterern ausgegangen. Wir wollten natürlich etwas, woran wir schön klettern können. Aber wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir denken dann auch immer darüber hinaus, irgendwie unsere Stadt attraktiver zu gestalten. Und das fällt unter die Spielplatzverordnung. Das Ding ist 365 Tage im Jahr frei zugänglich. Jeder kann das kostenlos nutzen. Und es hat eine Höhe, wo man eben auch Kinder noch gefahrlos dran spielen lassen kann. Ja.